Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Ihr Lieben, für mich ist es schon eine ganze Weile her, dass ich hier in diesem Bastelzimmer, an diesem Basteltisch gesessen habe. Um genau zu sein, 6,5 Wochen, eher sogar 7 bis 8 Wochen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe meinen Tisch sehr vermisst. Ganz, ganz doll. Und ich freue mich, dass ich ihn wieder in meinem Leben habe. Aber das ist nicht der Grund für dieses Video. Ich war lange Zeit weg. Ihr habt zwischendrin immer weiter Videos von mir bekommen. Das heißt, ihr werdet mich kaum vermisst haben. Aber in dieser Zeit ist einiges passiert. Und ich möchte euch sowohl einen kurzen Rückblick geben, als auch mit euch mal in diese kleine Tüte hier schauen. Ihr seht das schon, noch ist die zu. Aber das wollen wir gleich ändern. Und zwar geht es darum, dass es hier Swaps gegeben hat, für mich in dem Falle. Das hatte mir die liebe Sonja, die Papiertante NF, auch in die Reha-Klinik geschickt. Und obwohl ich gespannt war wie ein Flitzebogen, habe ich gedacht, ich warte darauf, mir das Ganze mit euch gemeinsam anzuschauen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dran bleibt und dann seht ihr nochmal viele bunte Karten, nehme ich an. Also, bis gleich! Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Also, ich hatte gerade eben, ich hole das nochmal eben ins Bild hier, ja noch die Swap-Tüte verschlossen vor mir liegen. Ich habe das Ganze jetzt geändert und das hat folgenden Hintergrund. Ich habe das Video mit den Karten quasi schon mal gedreht und zwar vorher und bin auf eine halbe Stunde Redezeit gekommen und habe gedacht, das wird harte Kost für euch. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Deswegen drehe ich das Ganze nochmal neu. Und nehme jetzt einfach die Karten peu à peu wieder mit ins Bild. Und ich würde sagen, den Anfang macht diese schöne Karte. Dadurch, dass ich es gerade eben ja schon mal abgedreht hatte sozusagen, weiß ich, die kommt von der Selma und hat einen tollen Verschluss. So, das muss man nach oben oder nach unten ziehen. Das ist vollkommen egal. Ich nehme das jetzt mal nach oben und ihr seht das, hier ist jetzt kein Magnet oder ähnliches verbaut. Das heißt, so könnt ihr auf eine nette Art und Weise auch nochmal was an Verschluss dazu nehmen. So, und dann haben wir hier das Designpapier, ewige Zweige. Und das kommt von der Selma Zierold. Und die findet ihr auf YouTube und auch auf Instagram sowie auf Pinterest unter Stempeluniversum. Richtig cool. Auch die Karte gefällt mir sehr, sehr gut, liebe Selma. Vielen, vielen Dank fürs Tauschen. Den Verschluss finde ich richtig gut. Und vielleicht darf ich den ja auch mal nutzen. Also nachmachen werde ich den in jedem Falle auch für mich mal, weil es ist immer schön, wenn man auch was hat, was ohne Magnete und ohne Zugleistern funktionuckelt. So, und das Zusammensetzen klappt auch. Perfekt. So, damit einmal vielen Dank an die liebe Selma. Dann habe ich hier eine Karte, da haben wir, meine Tür steht dir immer offen, das ist der Spruch aus Geheimnisvoller Garten. Und dann haben wir hier noch diese Baumscheibe aus der Kraft der Natur und hier diese herbstliche Deko-Geschichte. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Stempelset die kommt. Das hier kommt aus der Wichtelweihnacht und das hier unten, das Mäusekind, kommt meines Wissens aus Someone Special. Und was ich nicht ganz verstanden habe, aber da werde ich mal nachfragen, ist, wofür hier dieses Hebeding ist, weil hier ist nichts. Also es ist hier eine Tür, ja, aber ich sehe jetzt noch nicht so ganz den Sinn.
dafür, ich muss noch mal gerade gucken, liebe Ulla, vielen Dank fürs Tauschen. Der Name Papalapap, den finde ich ja schon mal richtig, richtig cool. Und die Ulla findet ihr auf Facebook unter Papalapap Seligenstadt oder auf Instagram unter Papkreativ. Und die macht, so steht es hier, Buchbinden, Sonderanfertigung, Kreativkurse und Materialverkauf. Richtig cool. Was braucht der Mensch mehr, oder? Richtig tolle Herbstfarben, super schöne Idee. Und hier werde ich nochmal auf dich zukommen und mal fragen, was es mit dieser Baumscheibe auf sich hat, weil das interessiert mich jetzt doch. Okay, weiter geht es. Und zwar habe ich hier nochmal eine schöne Weihnachtskarte. Zum Fest von Herzen die besten Wünsche. Und das kommt von der Margit. Und sie findet ihr auf Facebook und auch auf Instagram unter Stempel Prisma. Hier drin noch der Stern. Sehr schön, liebe Margit. Vielen Dank fürs Tauschen und in den klassischen Farben Rot und Grün. Richtig schön. So. Dann haben wir hier eine Karte. Da habe ich eben auch schon drüber schwadroniert. Das ist wirklich so. Die ist mit so einer Banderole und edel gehalten in Gold- und Kupferfarben hier das Blattwerk. Und das hier ist ja so ein Simple Stampin', ne, mit einem großen Stempel. Aber, und jetzt wird es richtig cool. Moment, ich nehme mal gerade die Karte raus. Und dann, tada! Ein super hübscher Karren. So Erntedank-Style mit schönem verfärbten Laub. Richtig, richtig schön. Und das habe ich im ersten Durchlauf auch schon gesagt. Das ist so, wenn man die Karte so erstmal sieht, ist das ja jetzt nicht so der Riesen-Aha-Effekt. Aber der kommt zwangsläufig spätestens in dem Moment, wo man die Banderole drum macht. Und schon, boom, oder? Und das kommt von der Ulrike Nilgen. Und liebe Ulrike, zunächst einmal vielen Dank fürs Tauschen. Und dann ist mir aufgefallen, du hast hier auch ein Schmetti in deinem Logo. Damit bist du bei mir immer hundertprozentig richtig. Und ich weiß jetzt nicht, hier steht leider nicht mit drauf, ob das auch auf Instagram oder auf YouTube oder ähnlichem ist. Aber Ulrike Kreativ werde ich auf jeden Fall nochmal schauen. Creative. Super schöne Karte. Vielen Dank dafür. Dann habe ich hier eine Karte, da meine ich zu wissen, von wem es kommt, aber ich will mich jetzt hier nicht in die Nesseln setzen. Hier, das könnt ihr nicht sehen, aber das kann man fühlen, das sind so die neuen In-Color-Farben, also dieses Abendblau, Hummelgelb, Aventurin und Magenta und Zimtbraun. Da sind so Streifen aneinander geklebt worden und dann ist das Ganze mit dem bestickten Rechtecken ausgestanzt worden und hier dieses Häuschen draufgesetzt und dann der kleine Gruß auch aus den zauberhaften Grüßen. Richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Ist eine schöne farbenfrohe Geschichte und das kommt von Lianes Basteltisch NF. Ja, vielen lieben Dank dafür, liebe Liane. Ob du jetzt auch einen YouTube-Kanal hast, weiß ich nicht. Ich vermute, deine Tochter hat einen sehr erfolgreichen. So, aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt doch in die Nesseln gesetzt, aber ich glaube, das hier kam von der Mama von der Papiertante NF. Aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Hier auch nochmal eine wunderschöne Herbstkarte in den neuen Farben Magenta und Zimtbraun und Hummelgelb. Und das ist auch wieder mit einer tollen Bordüre, sag ich. Mit einer tollen Banderole. Und jetzt schnallt euch an. Tada! So, ich muss hier mal gerade die Kontaktdaten rausholen. Ist das cool oder was? Das ist auch mit so einem Pop-up-Mechanismus. Sehr, sehr schön. Und wo ich diese Karte gesehen habe, kamen mir direkt Gedanken, was ich damit machen möchte.
Das heißt, liebe Ulrike Schott, nicht nur vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich werde dich auch noch mal ansprechen, ob ich die Karte auch noch mal in eine andere Richtung nachbasteln darf. Idee dazu habe ich schon. Und ja, vielen lieben Dank. Du kommst, wenn ich das hier richtig gesehen habe, aus dem Team Indras Basteloase. Die Indra, die macht ja auch immer so wunderschöne Sachen. Vielen lieben Dank fürs Tauschen. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir hier nochmal was von den zauberhaften Grüßen und mit den ewigen Zweigen. Auch wieder eine sehr coole Farbkombi. Hätte ich jetzt so wahrscheinlich gar nicht gewählt, aber kommt im fertigen Zustand richtig gut. Auch wieder mit Magenta. Ich würde mal sagen, das hier ist Feige und Hummelgelb. Und dann hat man hier noch ein kleines Gänseblümchen draufgesetzt. Einmal aus lagenweise Kreise ausgestanzt. Hier nochmal das Hallo aus den ewigen Zweigen. Sehr schön. Auf jeden Fall eine farbenfrohe, freundliche Karte. Und es geht auch schon so ein bisschen in die Herbstfarben mit rein. Und das kommt von der Annika Steffen Falk. Und wenn ich das richtig sehe, hast du ein Profil, das nennt sich Handgemachtes Unterstrich Glück. Glück mit UE auf Instagram. Da werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Vielen Dank auch an dich fürs Tauschen. Hier kommt auch noch mal was zum Thema zauberhafte Grüße. Und da sieht man auch, das ist so ein bisschen mit der Maskiertechnik gemacht. Also hier unten der untere Bereich ist frei. Und das ist auch wieder in den neuen Farben Aventurin, Hummelgelb und Magenta. Und das hier kommt auch mit dieser Stanze. Mit dieser Fähnchenstanze, also es ist nicht Fähnchenstanze, aber das ist auch mit dem zauberhaften Grüßen. Auch eine sehr, sehr farbenfrohe Karte, gefällt mir sehr gut. Und von Herzen kann man immer nehmen. Egal, ob es für von Herzen Dankbarkeit, von Herzen alles Gute, von Herzen Glückwunsch oder wie auch immer. Richtig, richtig cool, vielen Dank dafür. So, dann nehmen wir als nächstes den kleinen Gute-Laune-Gruß. Und ihr seht das schon. Das ist richtig mega, oder? Das kommt hier von der Gudrun Elfering und die findet ihr auf YouTube unter der Stempel Elfe. Nee, Stempelfe. Stempelfe, Entschuldigung. Und sie hat ja dieses Sonnenblumenset genutzt. Und ich muss ja gestehen, ich bin damit immer noch mit mir am Hadern. Ich finde gerade diese Technik hier richtig, richtig schön. Aber ich konnte mich dann doch noch nicht aufraffen, mir das Set doch zu bestellen. Vielleicht jetzt doch, nachdem ich diese tolle Karte wieder gesehen habe. Vielen lieben Dank dafür, fürs Tauschen, liebe Gudrun. Für diejenigen von euch, die es interessiert, das ist mit dem Farbkarton Abendblau, der Stempelfarbe Marineblau. Und zum Kolorieren, also hier um die Innenteile noch mal ein bisschen hervorzuheben, hat sie das Flüsterweiß und den Mischstift genommen. Richtig schön. So, und jetzt komme ich noch mal zu einer Weihnachtskarte. Mit Liebe gemacht, weil du mir wichtelig bist. Und diese Wichtelweihnacht habe ich ja auch noch, die kommt auch noch zum Einsatz. Keine Bange. Auch wieder in den klassischen Farben Rot und Grün. Sehr gut. Und dann kommt das zum Vorschein. Und diese Kartentechnik kenne ich auch schon. Das nennt sich, glaube ich, auch Funfold. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Aber da kann man sehr viel Schönes mitmachen. Man hat hier nämlich zum einen Platz für ein Tag. Und oder man könnte hier jetzt auch Fotos mit reinnehmen. Und das ist ja dann hier mit diesen Candies richtig, richtig cool. Und das kommt von meiner Team-Mama, wenn man so will, von der lieben Sonja, der Papiertante NF. Darunter findet ihr sie auch auf YouTube, auf Facebook und ich glaube auch auf Pinterest. Müsst ihr mal schauen, aber ich glaube, da ist sie auch vertreten. Und dann haben wir jetzt noch eine Karte und die habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. Ist die nicht schön? Die nicht super süß mit dieser kleinen Hexe auf dem Besen und hier diesem tollen Band und also dieser Prägefolder mit den Spinnenweben,
Der gefällt mir auch richtig gut, wenn man viel mit Halloween macht. Ich bin jetzt halt leider nicht so der Halloween-Fan, aber auch hier diese Etiketten finde ich richtig cool. Und hier drin befindet sich ein kleiner Bleistift mit Besen. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, den Besen hier, den hast du bestimmt auch selber gemacht, oder? Und ganz lieben Dank. Ja, ganz lieben Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Und zwar kommt das von der Jane Ulrich. Und hier steht jetzt nichts von einem YouTube-Kanal oder ähnlichem, aber unter Juni Katilli findet ihr sie auf jeden Fall auch im World Wide Web, also junikatilli.de. Und das finde ich richtig, richtig klasse. Also auch als Nicht-Halloween-Fan gefällt mir das richtig gut. Und hier mit diesem Bändchen, was auch so diese Spinnweben-Optik hat, richtig klasse. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich lege euch hier die Karten nochmal mit hin. Da waren, also was heißt da waren? Das waren im Prinzip echt alle richtig klasse Karten. Eine schöner wie die andere. Da weiß man auch gar nicht, was man dazu sagen soll. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Tauschen. Ich finde das immer wahnsinnig interessant, wenn man auch mal andere Techniken sieht, andere Varianten auch, ja, und auch andere Kombinationen einfach. Ne? Also da, das macht schon eine ganze Menge aus, muss ich sagen. Finde ich richtig, richtig cool. Also so viel zu diesen Karten hier. An dem Teamtreffen selber konnte ich leider nicht teilnehmen, weil das Teamtreffen fand Anfang des Monats statt, am 6. September. Und kurz vorher ist mir tatsächlich mein Laptop kaputt gegangen. Was soll ich sagen, ne? Also, es ist der Laptop kaputt gegangen, es ist meine Uhr kaputt gegangen, das ist jetzt hier der Nachfolger, aber ja, eine Flasche ist mir auch noch kaputt gegangen. Und es ist zwar inzwischen wieder repariert, aber zu dem Zeitpunkt, wo dieses Teamtreffen stattgefunden hat, war ich leider sehr indisponiert, weil mir zum einen mein Laptop fehlte und zum anderen tatsächlich auch die WLAN-Leitung von der Klinik nicht gerade die beste ist. Braucht man auch nicht, wenn man in Reha ist, im Normalfall, aber dafür hätte es tatsächlich auch nicht gereicht. Aus dem Grunde weiß ich jetzt leider nicht genau, was da besprochen wurde, aber ich habe mir sagen lassen, es war ein tolles Teamtreffen und schade, dass ich nicht dabei sein konnte, aber trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr das, dass ihr mit mir getauscht habt. Und das hatte mir die Sonja liebenswerterweise halt auch in die Klinik geschickt, aber ja, es war halt wie so ein Geburtstagsgeschenk, ne? Man hat es da liegen, aber man darf es noch nicht öffnen. Oder Weihnachten oder Ostern oder wann auch immer. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr uncool, weil ich wirklich mit den Hufen gescharrt habe. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt heute mal reingucken konnte. Auch wenn ich euch dann doch nicht live mitgenommen habe, weil das Video deutlich länger geworden wäre. Genau. Jetzt wollte ich euch noch mal kurz auf den neuesten Stand bringen. Und zwar gab es zu meiner Rückkehr, also ich bin am 22. nach Hause gekommen und am 23. gab es dann seitens Stampin' Up! Eine tolle Aktion, wo es auf ausgewählte Stempelsets 15% Preisnachlass gegeben hat. Im Zuge dessen habe ich mir hier auch noch das Stempelset Frostige Grüße und nochmal die Schneemannstanze bestellt. Das werde ich auf jeden Fall auch in naher Zukunft austesten. Und es kommt auch noch was mit weihnachtlichen Sprüchen. Ich glaube, das heißt Weihnachtsmix. Ich weiß es gerade nicht zu 100%. Das ist auf Nachlieferung gewesen. Ich bin nämlich leider erst sehr spät dazu gekommen, die Bestellung für mich dann auch mal aufzugeben. Weil, ja, so einen Tag nach Reha war halt doch noch eine Menge los. Genau. Und da kommt auf jeden Fall noch was. Ich habe auch viele Sachen im Hinterkopf, die ich gerne noch machen möchte. Da werdet ihr jetzt peu à peu à peu noch was bekommen.
Ich habe heute, Stand Samstag, auch schon mal ein Newsletter rausgeschickt. Und zwar gibt es drei Sachen, die erwähnenswert sind, wenn man so mag. Zum einen, ab dem 1. Oktober gibt es für den gesamten Oktober, also vom 1. bis 31. Oktober, gibt es seitens Stampin' Up! Nochmal eine super Sonderaktion zum Thema Designpapier. Und zwar gibt es auf ausgewählte Designpapiere dann auch nochmal einen Preisnachlass von 15%. Und das beinhaltet unter anderem eben auch Weihnachtspapiere und das ewige Grün und Unter dem Meer und ich glaube Farbfantasie und viele, viele mehr. Da wird noch mal richtig was rausgehauen. Und wenn ich für euch etwas mitbestellen darf/soll, dann würde ich euch bitten wollen, dass ihr mir eine kurze E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ihr hier unten in der Beschreibung findet, sendet mit dem Namen des Designpapiers, der Artikelnummer und dem Preis. Ich werde am 1. Oktober früh morgens schon mal loslegen und die erste Bestellung raushauen, in der Hoffnung, dass dann noch alles erhältlich ist. Und je nachdem, also zum einen, ob dann alles erhältlich ist von den Bestellungen, die ich bekommen habe, und ob es noch Menschen gegeben hat, die am Ende dann doch gesagt haben, ich habe jetzt doch eine Sache vergessen oder ein Stempelset oder nee, ich habe überlegt und jetzt möchte ich doch noch eins bestellen. Mache ich vielleicht auch gegen Mitte oder Ende des Monats nochmal eine Bestellung, so eine Sammelbestellung. Aber das wird sich jetzt ergeben, je nachdem, wie euer Interesse daran ist. Weitere Informationen zu dem Sonderangebot für das DSP findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung. Und da findet ihr auch die PDF mit den betreffenden DSPs und was dann der neue Preis für euch ist. Genau. Also hier bitte wirklich bis zum 30.09. an mich eine Mail schicken, wenn ich am 1.10. direkt für euch mitbestellen soll. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt passen sollte, dann machen wir es eben so. Okay. Dann habe ich heute Morgen gesehen. Wie soll ich sagen? Ich habe nicht heute Morgen erst gesehen, dass ihr der Wahnsinn seid. Das habe ich vorher schon gesehen. Aber heute Morgen habe ich gedacht, so, huch, was denn da passiert? Weil dadurch, dass mein Laptop kaputt war, habe ich auch nicht wirklich viel mitbekommen, was auch so auf YouTube und ähnliches los war. Da muss ich auch noch ein paar Kommentare beantworten, fällt mir gerade in dem Zuge ein. Aber ja. Ich bin Stand heute Morgen bei 515 Abonnenten gewesen. Das ist doch total verrückt. Also es ist wirklich, als hätte ich gestern den Kanal aufgezogen. Es war Anfang des Jahres. Es sind keine gekauften Abonnenten oder so. Und viele sagen vielleicht so, 515, wie süß. Aber das sind 515 Menschen, die mir ihre Zeit schenken und ihr guckt mir zu, egal wie verpeilt ich bin, egal was ich mache, ihr habt Interesse daran zu sehen, was ich hier fabriziere. Und Zeit ist das wertvollste Gut. Und aus diesem Grunde vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, es soll natürlich nicht nur ein Dankeschön für euch geben in Form von Worten, sondern einen kleinen Anreiz muss es ja geben. Wenn ich bei den 555 Abonnenten bin, ja, das sind jetzt noch 40 gewesen heute Morgen, dann mache ich nochmal ein Gewinnspiel. Also 40 weitere Abonnenten. Wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, oder? Zumal ich glaube, ich gefahren bin, da waren es noch was mit 400. Ich weiß nicht, ich glaube irgendwas um die 460 oder so. Also. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn ihr das Ganze nicht mehr abwarten könnt, dürft ihr natürlich meinen Kanal auch weiterempfehlen. Müsst ihr aber nicht. Ja? Wenn ihr möchtet, dürft ihr das tun. Ihr müsst es aber nicht. Und wenn es 555 Abonnenten gibt, 555 Menschen da draußen, die mir ihre Zeit zur Verfügung stellen, dann bedanke ich mich bei euch und dann komme ich nochmal auf euch zu mit den Teilnahmebedingungen.
Das sollte jetzt wirklich nicht mehr allzu lange dauern. Genau. Und dann habe ich mir überlegt, möchte ich eigentlich ganz gerne auch noch mal so ein kleines Adventsspecial machen. Und auch wenn wir ja noch ein bisschen was von Weihnachten weg sind, ich habe heute Morgen mal gezählt, 89 Tage. In 89 Tagen ist Heiligabend. What the heck? Hallo? Wo ist das Jahr hin? Ja, in 89 Tagen ist es auf jeden Fall wieder soweit. Und wenn ihr Wünsche habt, die ihr vielleicht gerne in einem Special sehen würdet, dann dürft ihr mich gerne kontaktieren, entweder über die Kommentare oder über E-Mail oder ja, ne, wie auch immer ihr möchtet und mir das mitteilen und ich überlege mir, was ich umsetzen kann. Und würde dann mal schauen, ob ich noch mal so ein kleines Weihnachtsspecial für euch machen kann. Klar, jetzt ist erstmal Oktober und damit Halloween und Erntedank, aber das geht jetzt Knall auf Fall. Und damit ich das nicht verpeile, wollte ich euch mal die Gelegenheit geben, euch auch noch mal kurz zu Wort zu melden. Und bitte, bitte, mea culpa, ich habe das nicht vergessen. Ja, also es haben mich ja hier viele Nachrichten erreicht, wo es auch noch mal um Geburtsboxen ging. Also um Explosionsboxen, Geburt, Hochzeit und alles, was dazugehört. Ich habe es nicht vergessen. Es kommt. Ich werde, also, was heißt ich werde? Ich kann jetzt nicht sagen, ich werde das in den nächsten Wochen machen, weil ich in der Reha auch gelernt habe, dass ich es tatsächlich ein bisschen ruhiger angehen muss. Mein Körper reagiert sehr auf Stress. Das ist mir da auch bewusst geworden. Oder was heißt bewusst geworden? Das ist mir da nochmal sehr deutlich vor Augen geführt worden. Also sobald ich Stress habe, habe ich Empfindungsstörungen. Das glaubt einem niemand. Und deswegen muss ich auch einen Gang nochmal zurückschalten. Es war auch eine wichtige Message von den Therapeuten vor Ort. Und das möchte ich auch machen. Aber nichtsdestoweniger, es ist nicht vergessen. Ja, das ist alles abgesaved. Und es kommt noch mal was. Also ein Teil vom Kinderzimmer haben wir. Da kommt aber noch mehr. Und es kommt auch noch mal was anderes für jetzt nicht zwingend eine Geburt, sondern wo vielleicht auch mal ein Geschenk für, weiß ich nicht, 2-, 3-, 4-Jährigen oder so. Es kommt noch mal was in Sachen Geburt. Es kommt auch noch mehr in Sachen Hochzeit. Und es kommt auch definitiv noch mal was ganz, ganz anderes. Aber eins nach dem anderen, ne? In Baby Steps sozusagen. Aber dass ihr das wisst, also das braucht ihr mir nicht nochmal mit in die Kommentare schreiben, das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst und das werde ich auch abarbeiten. Ich habe so eine Liste, da stehen drauf, welche Videos ich noch machen will. Und das kommt. Genau, aber für Weihnachten, weiß ich nicht, dachte ich, wollt ihr vielleicht auch nochmal was anderes. Und dementsprechend, ja. Genau. So, ich glaube, dann habe ich euch jetzt hier schon wieder so ein langes Ohr abgekaut. Also dieses Video ist tatsächlich auch nur 5 Minuten kürzer wie das ursprüngliche. Man höre und staune. Dafür habt ihr jetzt hier noch mal ein bisschen mehr zu der Sonderaktion gehört. Und ja, was soll man machen, ne? Ich bin nicht mehr in Übung, ihr Lieben. Es tut mir leid. Ich habe lange nicht mehr hier gesessen, habe hier nicht mehr gedreht. Ich habe hier meinen Arbeitsbereich noch mal ein wenig umgestaltet, wenn ihr das seht. Und es gibt immer was zu tun. Ihr kennt das selber. In diesem Sinne möchte ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Denkt an die Bestellfrist für den 1. Oktober, wenn ihr direkt in dem ersten Schwups mit dabei sein wollt. Und wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Genießt den freien Tag noch, sammelt Kraft für die kommende Woche, bleibt gesund. Bei diesem Wetter kann man wunderbar auch kreativ bleiben und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!